So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Destiny 2 mit dem neuen DLC Lightfall. Ist seit ungefähr einem Monat draußen. An meiner Seite, der Sterzig. Aber, ihr wisst ja, bringt manchmal nichts. Zusätzlich dabei, Nexus, absoluter Pro in dem Game, hat schon jeglichen Content, gut, ist auch schon einen Monat draußen, ne? Aber hat da alles weggegrindet. Hallöchen. Ja, hallo. Sterzig. Na, wie geht's? Hallo. Ja, das Video wird heute von Destiny bzw. Bungie gesponsert. Wenn am Ende des Videos ihr sagt, ey, geiles DLC, geiles Game, will mal wieder reinschauen oder will das erste Mal reinschauen, das DLC ist tatsächlich auch dafür gedacht, dann tut es gerne mit dem Link in der Videobeschreibung. Das Spiel gibt's für PlayStation, für Xbox, für Steam, für Epic Games, also Epic Games Store. Auch Crossplay übrigens und Cross-Progression. Das heißt, ich vermute, dass das heißt, ihr spielt auf der PlayStation 5 und könnt dann quasi am PC bei Steam theoretisch fortführen. Crossplay, ne? Klasse. Das ist richtig, ja. Genau, näher Cross-Progression. Finde ich immer sehr geil. Gab es zum Beispiel auch bei Diablo 2 Resurrection, was mega random war, weil das Spiel ja ziemlich alt ist. Aber da ging es dann. Und da hat man dann so chillig auf der Couch an der PlayStation, Color hat das gemacht, gezockt. Aber konnte dann halt in Steam am PC dann, keine Ahnung, im Voice mit Kollegen oder Freunden Hüter, oder whatever, weiterzocken. Ich höre Story, brauche ich hier? Ich höre auch Story, ja. Okay, gut. Also generell, es geht hier um den Zeugen. Ja, der macht Druck. Und als ich das Spiel gestartet habe, jetzt auch zum neuen DLC, gab es erstmal heftige Cinematics. Das ist jetzt, glaube ich, Ingame-Grafik. Aber es gab so heftige Cinematics. Das ist halt an Destiny wirklich einfach crazy. Was geschieht? Ja, ich glaube, das ist jetzt direkt angeknüpft an den Ereignissen aus dem Intro, was ich geguckt habe, zumindest als das Spiel gestartet ist. Ja, wir sind da mitten dabei. Also, okay. Um es für die jetzt zuhören, ein bisschen runterzubrechen, war eine riesige Schlacht im All, wo auch der Zeuge aufgetaucht ist. Und jo. Wir sind mit dabei und sind jetzt hier auf diesem Schiff. Das ist das, was Sie gerade gesehen haben. Der Zeuge ist einfach so ein übel krasser Typ. Er ist auch übel böse vor allem. Der kann auch durchs All fliegen. Heftig. Wir sind bei den äußeren Riesenplaneten. Okay. Im Orbit von Neptun. Ja, let's go. Ich lasse euch die Führung und schauen wir an, wie das. Ja, natürlich. Wie ihr das hier hinkriegt und euch schlagt. Na gut, musst du wissen. Passagiere erwartet. Ja, ich korrigiere dann die Wege, wenn irgendwas schief geht oder so. Guck mal, Sichtfeld, geil. Mach ich mal. Ich arbeite an einem ja, geil. Plan, um ihn aufzuhalten. Also erstmal ist hier wieder ein bisschen, ne, Introduction. Durch dieses Schiff. Es ist ja oft so, ne, ja, ich gehe mal vor. Ja. Wir haben das ja beim letzten DLC schon gemerkt. Man muss jetzt nicht, wie zum Beispiel bei einem World of Warcraft DLC, quasi an alter Stelle sein, um überhaupt einen Anschluss zu haben. Man kann theoretisch sich einfach einen Charakter erstellen und die Story zocken und aktuellen Content zocken. Zerstöre yeah. Lüftungsschacht. Vor allem wichtig also auch zu sagen, dass das Level halt angehoben wird. Genau. Ihr habt jetzt mit 1600 Level gestartet. Ja. Und jeder, der jetzt starten würde, startet genau mit dem Level. Ihr müsst nicht also krass hochleveln, sondern ihr kriegt gleich eine gute Basis, was super nice ist. Was passiert da denn? Da ist Zugriff. Ja, genau. Also auch gerade, wenn man zusammenspielt. Ne? Nexus ist hier... ja, mit allem durch, da steht's auch dran, unsterblich eigentlich, ne? Aber kann mit solchen Dullis hier zocken, ist natürlich auch nice, dass das geht. Ohne, dass er jetzt völlig broken wäre, weil bei dir ist wahrscheinlich so, dass du... Ja, oder wie ist das? One-shottest du jetzt hier alles? Nee, oder? Nein, das wird ein bisschen angepasst. Genau. Stetzig, kommst du wenn wir es noch schwerer haben? Entschuldigung. Also, die Kampagne könnten wir natürlich auch noch eine höhere Stufe spielen, ne? Also, ja, das haben wir ja im Vorfeld angewählt, das haben wir jetzt nicht gesehen. Ja. Wir spielen jetzt Classic hier. Das ist auch entspannt, einfach um die Story zu genießen. Und dann gibt es noch den Legendary-Modus, heißt der, glaube ich, legendärer. Super Tryhard. Ja, aber das ist auch, auch auf meinem Level ist das dann gut knackig, weil auch wenn ich massiv überlevelt bin, bin ich nicht OP nachher. Ja. Sondern der passt das schon an. Aber schon massiv überlevelt. Also jetzt, theoretisch für die Aktivität schon ein bisschen, aber spielt nicht so eine Rolle hier. Okay. Oh, da rechts unten sind auch Leute. Ja, weg mit denen. Du, ich weiß gar nicht, also wenn ich ehrlich bin, ne? Wir haben ja letztes Jahr auch einmal nur reingedippt, sag ich mal. Und es macht auch Spaß. Ist auf jeden Fall geil. Kann man schön runterzocken. Zombie ist ja auch
krasser Destiny 2 Zocker. Echt? Ja. Ja, ist auch ein OG. Also ja, da muss man schon sagen, der ist schon seit Destiny 1 dabei. Also ich kenne einige Leute, die wirklich super. Ich habe hier einen. Ja, wirf den mal weg. Ich will mich da dran hangseln. Das ist die neue Strangfähigkeit. What? Die haben wir jetzt noch nicht. Aber die ist todesgeil, ja. Die nette Spinne von dem Namen bin ich hier. Ja. Können wir da oben auch ran? Nee, du hast leider Strang noch nicht. Also, Strang ist mit Lightfall dazugekommen. Stellt sich, spring mal. Aber ihr müsst zuerst die Story durchspielen, damit ihr das dann freischaltet. Hier unten geht's tatsächlich direkt zur Endmission, stellt sich. Musst nur springen. Er ist eine versteckte Truhe auch, vor allem unten. Jetzt in der Luft auf einmal. Ja, also was ich sagen wollte, ich kenne halt viele Leute, die einfach ultra heftig in Destiny reingrinden und wohl so ein, also einmal im Jahr ein neues DLC so nach dem Motto, also es wird auch gepflegt, ist so ongoing. Das ist halt sehr nice. Bei mir ich bin jetzt kein Destiny-Dauerspieler. Dementsprechend. Das ist jetzt nicht der Zeuge, ne? Das ist nur irgendein Knecht von dem, oder? Knecht ist eine gute Bezeichnung. Ich kann zur Story gerne ein bisschen mehr nachher sagen. Ja. Wenn du deinen Satz, dann wäre das natürlich. Genau, jetzt wäre ich hier unterbrochen, das ist natürlich auch unfreundlich. Dafür kriegt er richtig aufs Maul gleich. Da der Zeuge sie unterstützt, könnte uns alles Mögliche erwarten. Ja, okay, also was ihr eigentlich nur sagen wollt. Ich habe ja einen Charakter mit Fähigkeiten. Den habe ich jetzt das letzte Mal vor dem Jahr gespielt. Ich muss erstmal hier wieder gucken. Ach, guck mal, hier müssen wir runterdroppen. Steffi, gibt's eine Endmission? Wieder. Ja. Hat man irgendwie so, ist ein Jahr her, aktivierbare Fähigkeiten. Jede Klasse hatte da doch ein paar geile Sachen. Nee, cool, gab's so Nate wieder. Ja, genau. Yeah. Drei verschiedene Waffen. Ich erinnere mich, ich hatte diesen heftigen Raketenwerfer. Ja, ich habe auch einen. Warte, hier. Und mit Doppelt-Leertaste hatte man das Raketenpack. Ich habe irgendwie ein Speer, was energieheftig ist. Ja, also ihr seid, ich glaube, ich spiele weiter Titans, oder? Ja, Titans. Hm. Ihr könnt, also Leertaste ist einmal normaler Sprung und nochmal Leertaste ist dann Boost. Also, ja, das heißt, das ist quasi unsere spezielle Fähigkeit, ja. Das ist eure Sprungfähigkeit, ja. Ja, okay. Ihr könnt auch noch eine Wand stellen. Welche Klasse spielst du? Jäger. Okay, und das ist dann mit Strang oder das ist nochmal was anderes? Also ihr habt theoretisch auch Strang, nur halt ein bisschen andere Fähigkeiten, wenn ihr dann Strang freischaltet. Ihr werdet auch in der Story tatsächlich nochmal das Vergnügen haben, Strang spielen zu können. Müssen wir hier runter oder hoch? Wo kann man hier? Nee, hoch hier. Oben links hast du auf dem Radar immer einen Wegpunkt, der zeigt dir in etwa an, wo du hin musst. Ja. Oder du klickst mit Shift, ist es glaube ich, nimmst du den Geist nach vorne und dann wird dir immer ein Wegpunkt angezeigt. Nicht Shift, Entschuldigung, Umschalt, die Umschalttaste. Okay. Siehst du schön, wie da der Wegpunkt gezeigt wird. Aha. Tab war's, ja. Ja, und da sieht man auch nochmal die Quest-Ziel, schließt die Lightfall-Kampagne ab. Achso, das sind so, okay. Das ist eine kleine Übersicht, die du da kriegst durch deinen Geist dann. Ne? Ja, Mist, also, wenn ich mal grob die Story, also wie ich es jetzt verstanden habe, ja. Wir haben beim letzten DLC. Wir haben beim. Die Schwarmkönigin, die sind wir angegangen. Ja, die Sabatun, ja, die Hexenkönigin. Genau. Ich liebe es, wie ihr das erklärt, weil ihr aus der ganz anderen Perspektive die Sachen anschaut. Ja, genau. Aber ich find's gut, Mann, ich find's gut. Genau, die sind wir angegangen. So, dann war es aber so, irgendwie wurde raus so ein Triple Threat Match, weil die hat einen Chef gehabt, aber da hat sie sich dann auch widersetzt. Irgendwie so. Hier, ich glaube, es war sogar der Zeuge, ne? Genau. Richtig, ja, richtig. Und sie hat gesagt, nee, ich mach mein eigenes Ding. So ein bisschen, ne, trotzig auch. Wollte nicht anerkennen, dass der Zeuge natürlich nochmal ein krasser Ficker ist. Anyway. Und sie hat dann irgendetwas verborgen. Auf ihrer Kackinsel oder in ihrer Festung. Was wir gebraucht hätten gegen den Zeugen. Richtig soweit? Soweit ist richtig, ja. Krass. Ja. Genau. Und was ich jetzt nicht gecheckt habe, ist die jetzt gone? Das ganze System Die haben wir tatsächlich in. Die haben wir in der Hexenkönigin-Story gekillt. Ja, genau. Aber der Zeuge. Aber nicht ganz tatsächlich. Aha. So, und der Zeuge hat sich jetzt andere Mates geholt. Ich glaube, zwei Stück. Einmal so ein heftig fettes Monster. Das ist Carlos, der schlechten geredet hat. Ah, das war der. Ja, so klang der auch. Und dann irgendwie noch irgendein anderes Vieh.
Aber wir haben auch Mates 2. Sind das dann Anführer richtig. Von Völkern? Oder waren das jetzt... Ja, also... Okay. Ja, um es runterzubrechen, in Destiny 1 haben wir damals schon gegen Kabale, Char und Vex sowie Gefallene gekämpft, ne? Ich kann ihn nicht abschließen. Das ist einer der neuen Gegner. Das ist ein Queller. Ach, du meine Güte. Ach, das ist ein Böller. Jetzt weiß ich immer, was da Silvester rumfliegt. Diese Leute. Okay, ja genau, an Char erinnere ich mich auch noch. Das waren so Alien-Viecher, oder? Genau, vielleicht ja. Renn nur einfach durch, die Tür geht zu. Abfall. Ciao. Ach viel so. Spaß da. Ja, danke. Ja, mach ich alleine hier. Wir haben, also um es runterzubrechen, wir haben Verwundete gesammelt, ne, über die Seasons und über die Story auch. Also alle drei Monate kommt ja eine neue Season, wo dann auch ein bisschen Story dabei ist. Mhm. Und wir haben Verbündete gesammelt und der Zeug hat Verbündete gesammelt. Und im Prinzip spitzt sich das Ganze wie zu, ne? Ja, okay. Verstehe. Für den großen Krieg, nenne ich es jetzt einfach da mal. Ja. The Final Shape vielleicht, die wahre Form. Für das, die nächste große Erweiterung dann, um da schon vielleicht ein bisschen was anzuteasern. Okay, aber ich hatte zum Beispiel bei WoW, da ist ja auch Teil der Kritik bezüglich Retail, das Gefühl bei jedem Add-on so immer noch ein heftigerer Boss dann doch noch im Background gearbeitet hat, so. Also es gibt dann doch noch ein größeres Übel. Müssen wir das hier abballern? Ja, müsst ihr runter zu mir. Ah, okay. Hier ist ein Kern, den müsst ihr abknallen. Ah ja. Aber hier habe ich das Gefühl, dass so bei neuen DLCs immerhin so auch Rivalitäten andauern und dass eher dann so slow and steady zugespitzt wird. Ja, also es ist, wie es ja eigentlich, wenn es um Macht geht, häufig der Fall ist, dass das switcht ja. Also das, was du letztes Jahr gespielt hattest mit der Hexenkönigin, sie hat ja viel Macht gekriegt, auch vom Zeugen, hat aber dann eine Revolution gestartet und aufbegehrt. Ja, genau. Da ging es dann auch darum, dass sie dann auf einmal mit dem Reisenden, also unserem Verbündeten, der uns die ganze Macht gibt, das Licht, ne, zusammengearbeitet. Oh, die war dann zeitweise verbündet, glaube ich. Ja, bedingt. Also wir haben sie versucht daran zu hindern, den Reisenden zu snacken, also wegzunehmen. Mhm. Und sie hat dann gegen uns gekämpft und auch gegen den Zeugen gekämpft, was natürlich nicht funktioniert hat. Okay. So, hier, das müsst ihr, warte kurz, das müsst ihr zu zweit genießen, damit ihr es auch beide schön seht. Ja, ich habe mir mal kurz auch, also ist ja auch eigentlich hier ein fetter Loot-Shooter irgendwo, First Person, auch MMO. Das ist der Loot-Shooter, ne? Ja. Ja. Und ich habe jetzt mir auch mal Loot angeguckt, kurz. Ja, okay. Muss auch. So, was passiert also, jetzt? Also, jump da runter. Na klar. Auch gleich zu zweit. Wieder das ist viel Vertrauen, finde ich. Ja. Dafür bist du da. Einfach ins All springen. Ja, so, und jetzt einmal ein bisschen die Umgebung genießen. Das Schiff da unten. Guck da unten. Schieß drauf, Scherzig. Ja, ich knall tot, die Scheiße. Alter, warum ist das so lang? Das ist echt lang, Junge. Flugzeugträger. Vor allem, warum es so flach ist auch, ne? Ja, das kommt ja noch dazu, ja. Was hältst du von meiner Schachlegion? Also, das da ist eben Kalus. Und zu wechselnden Machtverhältnissen. Kalus, für den hatten wir eine Zeit lang auch gearbeitet, zum Start Destiny 2, im Raid. Der hat jetzt aber die Seiten gewechselt und ist jetzt bei der Dunkelheit. Aber das finde ich cooler, als wenn jetzt halbwegs irgendwie, es wirkt dann manchmal so gezwungenermaßen, bei so gerade MMOs, gutes Beispiel ist einfach WoW Retail, finde ich, so dass dann, aber es war früher auch schon so, Burning Crusade, ja, Illidan, krasser Boy, so, und dann but wait, there is more. Und dann kommt der nächste große Typ. Bin ich zu weit, oder? Nee, ach, ich bin ist tot. Ich hole ihn gerade kurz. Okay, ich mach da mal... Ja, Burning Crusade hatte ich auch gespielt, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, und so hat das wurde ja dann so immer schlimmer. Ich meine, früher ging's da noch halbwegs. Ich hab euch mal die Sniper weggemacht. So. Ja, das ist das auch ein bisschen das... Ja, sorry. Ich erinnere mich wieder... Was?! An diese Hüpfer und ich krieg's manchmal nicht auf die Reihe. Man hüpft teilweise auch echt viel zu weit. Es ist mega, also wenn du nicht viel spielst, ist es noch ungewohnt. Ja. Und was ganz schlimm ist, ist, wenn du die Klassen wechselst, weil sie alle unterschiedliche Sprünge haben. Und das passiert sogar mir, obwohl ich wahnsinnig viel Spielzeit habe, dass ich einen Jäger spiele und dann hüpfst du halt, also es sind mehrere Sprünge, und dann spielst du einen Titan, der Schubdüsen hat, oder einen Warlock, der Gleiten hat, und dann falle ich auch teilweise runter, weil ich einfach im Kopf noch Jäger spiele gerade. Also ich find's easy.
Ja, komm, ey. Man fällt halt so viel. Also ich bin halt, ich weiß noch, letztes Nein, Mal. Gar nicht. Super viel. Ja, weißt du was, Max? Dann geh doch irgendwie Brötchen essen oder ja, so. Weißt du was, du? Max? Es reicht irgendwann. Okay. Ich fände es cool, wenn wir demnächst mal einen kurzen Boxenstopp machen. Und ein bisschen auf Loot eingehen. Weil ich habe jetzt mitbekommen, ich habe ein bisschen was aufgesammelt. Ich habe ein paar Fragen. Aber das klären wir gleich. Ich würde sagen, wir ballern hier noch ein bisschen durch. Ja, ja. Wir kriegen wahrscheinlich gegen Ende ja auch nochmal eine fette Belohnung und so, ne? Kelch-Schlüsselkarte erforderlich. Es ist eh so wiederholendes Ding gerade, ne? Wir müssen immer so Schlüsselelemente oder Schlüsselkarten oder so sammeln. Es war ein Schweinchen. Jetzt ist es ein Pokal. Schlüsselkelch. Ja. Verschwindet. So, es ist ein nettes Easter Egg, weil das sind alles Symbole, die wir schon mal hatten, von Kalos, als wir im Raid waren. Ja, ah. Also es ist so, sind so Kabal-Symbole, nenne ich es jetzt mal, und wir kämpfen gerade die Kabale hier. Ja. Kannst du auch hin? Was ist das hier, diese gelben... Ja, Explosion. Ist auch Neues von der Dunkelheit, das ist Technologie, die jetzt die Feinde hier haben, die Legionäre. Mhm. Ist ein Schild, den sie mitnehmen. Das heißt, wenn der Schild hat sich aufstellt, dann seht ihr auch, dass die so eine extra Bar haben. Und die explodieren auch? Quasi so rote Fässer? Nee, das war ein anderes rotes Fass, das daneben stand tatsächlich. Okay. gibt es eine Nahkampfattacke, actually? Ja, ich hab's auf die Maus gelegt. Ja, das ist die Barrikade, davon habe ich vorher noch gesprochen. Das ist die Titan-Fähigkeit. Und wenn ihr mich jetzt anguckt, ich habe zum Beispiel einen Ausweichmove, den hier. Und da lade ich auch gleich nach. Ja. Oh, das ist ja geil. Und mit Strang kann ich den in einen Backflip verwandeln, wo ich direkt auf den Boden springe. Heftig. Wie hast du die Wand gemacht, Sterzig? Auf V habe ich eine Fähigkeit gehabt. Du hast auch die Wand. Kann man da durchschießen? Nee, ne? Nee. Okay. Also von unserer Seite. Ich habe jetzt Sentinel-Schild. Das ist die super, ja. Der ist natürlich dann überhaupt nicht wasted jetzt. Hammer. Das war der Nahkampf. Genau, das war der Nahkampf. Okay, den kann man aufladen. Du spielst Arcus. Ja, langsam. Drück mal F. Das ist die super. Langsam kratze ich die Erinnerung auf. Okay. Ja. Oh. Ja. Es kommt so. Das war jetzt Arcus. Was Stetsik hat, ist Leere. Dann gibt's noch Solar. Vor 2 Jahren kam Stasis dazu. Und jetzt mit dieser Erweiterung eben, also wenn ihr mich jetzt anguckt, das ist Ach, du spielst gerne Strang. Jojo. Ja, genau, ich spiel sehr gerne Jojo. Ich war der auf dem Pausenhof mit dem Jojo hier. Okay, verstehe. So. Na gut. Ja, nice. Echt? Kannst du Jojoen? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte das immer so gerne das ist so cool. können. Okay, ich bin ein bisschen... So. Kelch. Ihr habt hier noch Kampfbanner, by the way. Die kann man aufstellen, könnt rangehen. Dann ladet die super gleich wieder auf. Die habt ihr ja vorhin ausgegeben. Schön. Munition und alles. Und dann gehen wir hier rein. Super bereit frei. Bist du super bereit oder bereit? Also wenn Henno dann soweit ist, dann geht zur Tür rein. Wo ist er denn gerade? Ja, er muss wieder zurück, Mann. Du musst wieder zurück. Scheiße, ja, dachte, da ging es runter. Würde ich noch kurz zur M&M-Bäckerei. Ja, dann hol dir noch einen Kaffee. So. Ja. Magst du für mich auch noch einen mitnehmen? Klar, ich bin echt vorbei. Gut. Ja, voll geil. M&M. Na gut. Schalten wir den Anzug. So, und rein. Oh. Zack. Noch wer? So, ja. Also das, um zu erklären, was wir in der Mission eigentlich machen. Ja. Wir sind jetzt hier auf diesem Schiff und versuchen die Flotte ein bisschen auszubremsen. Und wir zerstören jetzt hier die Reaktoren von diesem Schiff, damit das Schiff manövrierunfähig wird, also nicht mehr vorwärts kommt. Mhm. Um das Schiff hier daran zu hindern, eben, naja, diesen Angriff zu planen, den Kalos hier wohl plant mit seinen Schiffen. Ja, okay. Vielmehr, ich möchte ja auch nicht allzu viel spoilern. Ja. Das sind sicherlich Leute, die da die Story auch für sich noch und durchaus genießen wollen. Okay. Soll ich hier auf den Ding schießen? Ich bin einfach mal reingesprungen. Jo, da geht's zur Storyline, Max. Ja, den haben wir ausgenudelt, so. Also jetzt die andere Seite einfach noch. Ich weiß nicht, irgendwas wollte ich noch erzählen, aber ich hab's wieder vergessen. So Story wolltest du? Ja, hast du eigentlich. Ja, ich glaub, wichtigsten Punkte sind erzählt. Ah ja, gut, was noch wichtig wäre. Ja? Ja, der betäubt ihn, ne, wenn er durchrennt. Also erst für einen kurzen Moment ist es so leicht blind. Aha. Und dann greift er nicht an. Boom! Schön.
Was noch erwähnenswert ist, ist, einer unserer Verbündeten ist Keitel. Das ist die Tochter von Kallus, gegen dem seine Leute wie hier kämpfen. Ah. Das heißt, die Tochter hat sich auf unsere Seite geschlagen. Wie hast du ihren Papa? Der Vater. Die hatten Probleme mit ihrem Papa, ja. Hat ihn schon mal hintergangen. Oh, schon mal? Schon mal, ja. Immer noch nicht enterbt? Nein. Naja gut, sie hat die Macht einfach an sich gerissen, von daher hat sich das Erbe einfach gekrallt. Verstehe. Zack. So, jetzt ist Strom weg. Jetzt stürzen wir ab. Genau, ja. Das war's mit der LAN-Party, ihr Kacklappen. Wir treffen uns bei den Rettungspots. Alles klar. Ja, hier so, ja, man jetzt, sieht, es sieht nicht gut aus. Jetzt brennt's ja auch ein bisschen, hä? So, warte mal, da lang. Ja, einfach in der Minimap folgen oben. Oh, hier wird Loot ausgespuckt. Gönne ich mir einfach mal alles. Ja, bei mir tatsächlich nicht. Upgrade-Modul. Du kannst jetzt gerne die Pause schnell machen. Also, ja. Da, wo wir über den Loot schauen. Das ist ein guter Moment, wenn du auch Loot gekriegt hast. Okay, so. Sag mal, ist Gelb besser, also ist Exotisch besser als Legendär? Also, ja, Exotisch ist das Beste, was du haben kannst. Davon kannst du nur eins ausrüsten. Also eine Waffe in den einen der drei Slots. Okay. Und eine Rüstung in einer der fünf Rüstungsslots. Verstehe. Und die Zahl war ja immer quasi das Power-Level, oder? 1000, oder das ist... Mhm. Ja, ja, doch. Genau. Also, du hast den Charakter wahrscheinlich offen. Klick mal E. Mhm. Dann wird dir gleich alles angezeigt. Mhm. Und wenn du noch auf eine Waffe gehst oder so und dann alle Kinetikwaffen siehst oder Powerwaffen, dann siehst du auch gleich, was wie viel Level hat. Und das Ziel ist natürlich, das auszurüsten, was am höchsten ist. Ja. Damit dein allgemeines Power-Level steigt und du stärker wirst. Oder das Level erreichst, das du für die Mission brauchst. Okay, und hätte ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt 1600 Power-Level, ein legendäres Gewehr. Und das ist aber eins, das hat 1606, ist aber nur selten. Nehme ich das dann trotzdem? Du kannst, also kannst du machen, oder du infundierst es. Also du kannst auf deine 1600er Waffe klicken, Rechtsklick. Mhm. Also, und dann kriegst du ein neues Fenster. Ja. Und dann hast du unten links Waffenmods. Ja. Und da kannst du infundieren, also mit dem Cursor drauf, das erste von den Dingern. Und da kannst du dann die Waffe, die du, die höher ist, also 1006, kannst du da rein infundieren. Das heißt, das Level übertragen. Du zerstörst aber die Waffe, die du rein infundierst. Also du würdest jetzt den blauen Gegenstand, den du hast, in den Violetten reinpacken, dass der ein höheres Level hat. Geil. Ja, nice. Und ich habe also, hier noch... Ah ja, okay. Und hier Stufe 2 Waffe kann ich rein. Stufe 3 Waffe habe ich nicht. Ja, legendäre Bruchstücke. I see. Ah, das heißt, man zerlegt auch viel, um dann damit seine Sachen auch zu verbessern. Genau, ja. Ich habe hier einige gewisse Waffen Mods. Willst du ja behalten. Ich habe hier einige Mods. Ja. Okay. Ah, du bist bei Mods drauf, ja. Da gibt's mehrere. Ganz unten links dürftest du Minor-Spezifikationen haben. Ja, warte, ich gucke. Und links, Minus-Spezifikation, ja. Vorsicht, extra Schaden gegen reguläre Feinde. Okay, das nehmen wir mal. Mal reinmachen, das ist grundsätzlich gut, ja. Ich habe gegen Bosse reingemacht, aber ja. Boss ist auch nicht schlecht. Würde ich aber meistens eher auf die schweren Waffen empfehlen, wo du auch den Boss Schaden dann machst. Also die Powerwaffen. Mhm. Das MG oder ein Raketenwerfer da, ein Major oder ein Boss-Spec rein und ansonsten Minor. Actually, hat mein Maschinengewehr gar keinen Slot für Mods. Ist es blau? Ich habe jetzt einfach mal... Ja, es war blau. Okay. Ja, dann nehme ich an, dass es daran liegt. Okay. Das heißt, da rüste ich Schaden gegen Waffen. Okay. Ja, ich weiß, ich gebe mich nicht mehr mit blauen Sachen ab. Ja, deswegen weiß ich das auch nicht. Wow. Also das wäre ja... Ich aber auch nicht. Ja. Ich aber auch nicht. Also was ist das? Ja, das ist so. Ja das ist unter der Wüde von uns, also blaue Sachen, komm. Okay, geil, so, dann lege ich auch mal hier ein bisschen anderes Equipment an. Hier habe ich mehr Energie, ja, I guess. Stetzig, du musst noch was wissen, oder ist klar? Hä? Ob du noch was wissen möchtest? Ob du noch was wissen musst? Achso, ich dachte, du willst mir was sagen, was ich noch wissen muss. Achso, nee, nein. Gerade habe ich meine Fähigkeiten zumindest rausgefunden. Ich habe die Waffen, mit denen ich mich wieder gut fühle. Mhm. Und ich habe wieder Dings verstanden. Von daher hier das ganze Equipment-Stuff. Von daher, ich bin erstmal fein. Etwas, was vielleicht noch ganz geil ist, auch für die Zuschauer bei euch dann zu sehen. Wenn ihr jetzt den Charakter aufmacht, dann habt ihr oben links
die Fähigkeit, ne? Also das dürfte bei dir, Henno, dürfte das hellblau sein. Und Violett bei dir stetzig. Und wenn ihr da drauf klickt, dann kriegt ihr nochmal ein zusätzliches Fenster. Mhm. Und da könnt ihr die Fähigkeiten einstellen, also ihr könnt die Granaten umstellen. Mhm. Ihr habt Aspekte auf der rechten Seite, die ihr reinnehmen könnt. Die geben euch auch nochmal Boni und Fähigkeiten und unten Fragmente. Das wirkt mega unübersichtlich am Anfang, man denkt, holy shit, nö, das ist mega viel. Man muss es nur wissen, finde ich, und sich dran gewöhnen. Also ich bin Path of Exile gewohnt, das hier ist noch entspannt, sag ich mal. Das hier ist noch. ist es auch, ja. Du hast, und für allerdings hast du verschiedene Sachen. Da kannst du das Ganze nochmal so finessentechnisch umbauen. Ne? Ja. Granaten schön kombinieren und so weiter und so fort. Und darauf läuft es am Ende dann auch hinaus, dass du coole Mods hast, wo du eine schöne Symbiose aufbaust mit den ganzen Fähigkeiten. Ja. Also theoretisch muss man sich hier einfach mal alles einmal in Ruhe durchlesen. Was dann gut ist. Ja, also jeder, der eben unten auf den Link klickt, auch bei jedem von unseren Videos. Richtig. Wenn ihr da reinstartet, nehmt euch Zeit, lest die Sachen durch. Es wird viel erklärt, so mit Pop-Ups. Und dann hat man einen guten Überblick. Bei uns kam jetzt auch eine Reihe von Pop-Ups. Auch schon beim letzten Mal. Ja, nur, ne, bei, das ist jetzt hier nicht der Fokus, sag ich mal. Deswegen, ich habe die jetzt auch nicht. Stetzig? Ja. Achso, du schaust noch, sorry. Ich habe mir jetzt hier auch nicht alles durchgelesen, weil wir halt uns unterhalten haben. Ja, dafür aber bin ich ja auch nicht da, ne, wenn eine Frage ist. Bei euch ist das dann natürlich anders. Ich bin fast bei den Rettungsbots. Wo seid ihr? Wir sind hier eingeschlossen. Wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Ja, wir hocken in einem Schiff, Digga, das ist gerade, ja. Ah, da kannst du hier Spider-Man spielen, Hammer. Okay. Ich liebe es. Das sieht doch echt so aus. Das ist die Lieblings-, diese Season Lieblingsklasse von mir, der Jäger, weil ich einfach so schön rumfliegen kann. Ja, guck, warte, das geht noch besser, ne? Na, okay, das war jetzt. Leute, du hockst einfach auf dem Seil. Ciao. Ja, gut. Oh Gott, hier geht's zur Storyline. Bisschen Fall, Oh, hier müssen wir lang, okay. Ja, gut. Ja, stürzt das Raumschiff jetzt hier gerade ab? Also, oh ja. Ja, es sieht nicht gut aus. Ja, das sind die Rettungskapseln, glaube ich, in die wir rein sollen. Ja, da gehen wir rein. Ja, du hast gut aufgepasst. Ne? Es ist genau das. Nack. Achso, da oben. Boah. Ja, wir fliehen jetzt. Wir versuchen, wir haben es lahmgelegt, ne? Und jetzt versuchen wir hier weg. Kriegen wir hin. Ich wollte gerade ein paar Fähigkeiten ausprobieren, aber war nicht ab. So. Was war jetzt hier von hinten, du kleine Schweinebacke? Ja, hau das super raus. Hast du gerade alle aufgemacht hier unten? Das war ja insane. Also, gekillt, ja. Nutz mal die Granaten oder die Super mit F, ne? Und einfach raushauen. Ja. Ja, ich guck gerade noch. Ja, ein bisschen reinkommen muss man. Ja, noch. Noch ich hab's gerade gemerkt und noch so leichte Überforderung ist auf jeden Fall noch da. Okay, wir brauchen hier so einen Schlüssel. Absolut normal. Echt, wo brauchen wir den Schlüssel? Ah, ne, ist die Tür. Wir brauchen zwei. Hier geht's weiter. Mhm. Also hier müssen wir den Schlüssel holen. Also das System ist immer das gleiche, ne? Wir brauchen den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Wir müssen den großen bösen Buben töten, der einen Schlüssel dabei hat. Der große böse Bub. Böse Bube. Genau den. Kampfbanner platzieren, dann ist sie super wieder ab. Begib dich zur Flagge. Ja. Hier kommen welche. So, jetzt. Kaboom. Stetzig F und gib ihm. Jo, jetzt geht's ab. Ja, F. Und let's go. Na komm. Wenn du die Granatentaste klickst, dann wirfst du den Schild. Oh, ich bin Superman, aber irgendwie auch nicht super. Ja. Ach shit, das war ja der Nahkampf. Das ist schon geil. Also ich habe die gerade alle gewone-shotet, kann das sein? Ja, das ist, weil du die, also die Superfähigkeit ist genau dafür da, dass du einfach einmal vollmächtig durchballerst. Jetzt habe ich ein bisschen, bin ich irgendwie in die Leute reingesprungen hier. Gefallen. Naja, wieder mal. Alles gut, da bin ich doch. Vollkommen einfach. So. Ich hab's aufgehoben. Schlüsselkarte Kriegsbiest. Dann können wir zurück. Ja, hier, nee, hier kommen wir rein. Zack. Ach so. Ja, Kriegsbiest ist der hier. So, und jetzt ist hier wahrscheinlich das andere drin, maybe.
Ich baller nochmal durch, hier mit meinem Jojo, wie du das so schön genannt hast vorhin. Ja, das slappt. Du hast ja einfach alle weggemacht. Ja. Also, ist. Ja. Also, mit Strand haben sie wirklich, also Strand auf Englisch, Strand auf Deutsch. Sie haben so viel richtig gemacht damit, es war gut. Ja. Ich lasse euch mal ein bisschen gegen den kämpfen, ne? Ihr kriegt das schon hin. Du hältst dich jetzt raus. Ja, ja, ich schau mal ein bisschen zu, ihr macht das. Ihr seid hier jetzt frisch in Ausbildung, ne? Das, also. Das stimmt. Ich muss nur mal irgendwie nachladen. Man bricht halt sehr schnell das Nachladen mit irgendwas aus, ab. Ja. Ist noch gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber es ist auch gut, dass es geht, weil du häufig mal einen Nahkampf mit einer Granate machst oder so. So, Stetzig, wie sieht's aus gegen ihn? Alter, ich knack den gerade Magazin um Magazin in den Kopf. Geht mal hin, lauft mal hin und klick G. G? Ja, nah ran und G. LOL! Stetzig, so geht das, ne? Hast du gesehen, wie die Profis das machen? Ich hab ihn aufgehauen. Nee, hast du nicht. Oh doch. Beweis es halt. Hast du aufgenommen? Tatsächlich, ja. Scheiße, gut. Digga! Let's go! Let's go, Digga! Let's go, Bro! So. Ja, ich muss sagen, ich habe so eine exotische Shotgun, aber ich weiß noch nicht, wann ich mich trauen kann, da ranzugehen. Naja, ich nehme erstmal hier das Auto. Sind diese Dinger sicher? So schlimm. Wie schaust du jetzt ab und so schlimm gar. Oh. Was jetzt? Die sind weg. Jeder nimmt einen Pott und let's go. Gut, in die Startkapsel. Ciao. Haut rein, Leute. Ja, bitte noch nicht zünden. Ich bin genau in den Düsen. Ich bin genau in den Düsen. Kannst du den rechten linken nehmen, wir. Also ich kann, glaube ich, eh noch nichts machen. Ich muss auf euch warten. Aha. Du musst warten noch, ja. Ja, nah ran und dann klicken. Dann steigst du ein. Ich bin drin. Perfekt. Schön. Und ich höre. Richtig. Es wackelt, Freunde. Naja. Okay, wir können ein bisschen drüber quatschen. Das neue DLC bringt ja auch einiges Neues mit, ne? Also einen komplett neuen Planeten mit Locations, ja? Das ist ein gutes Stichwort. Ja. Und jetzt kommt der neue Planet. Ah, da fliegen wir jetzt hin. Geil. Dann, eine neue Destiny. Ja, das habe ich natürlich gewusst. Erfahren, wie du bist, spürst du sowas. Genau. Klar. Waffen, Rüstung, Cosmetics. Was gibt's da so? Cosmetics? In welcher Form? Einfach Skins? Waffenskins? Oder? Ja, klassisch. Also Waffenskins, Emotes, die du verwenden kannst. Also hier zum Beispiel, wenn ich bitten darf, Henno, ne? Geht hier durch. Ja, ich verstehe. Also klassischer Stuff halt. Aber es ist alles Cosmetics, also nichts, wo du sagst, das kannst du jetzt kaufen, damit bist du OP. Sondern das wird schon, das würde die kommen auch gar nicht wollen. Also das wird hart kritisiert, falls das kommen würde. So. Okay, das sieht krank aus. Das, meine Damen und Herren, ist Neptun und die Stadt Neomuna, die mit Lightfall dazugekommen ist. Da oben sind die Dreiecke in der Luft. Ja. Tatsache, die greifen an. Das, die Dreiecke. Ich schieß drauf. Es ist so herrlich. Go, go, go. Ich schieß. Und let's go. Ich lad nach. Ich, super, nicht ready. Ich schieß ab. Ich mach eine Wall. Ich mach, Achtung. Flex ein paar 90s. Flieg. Jo, der kommt an. Nexus, schieß. Nexus, schieß. Ich guck euch mal zu. Es ist herrlich. Mit den Randoms. Sorry. Ich warte, bis ich Instruktionen kriege, wie es hier weitergeht. Nee, also, ganz kurz noch. Da, wenn ihr da rüber guckt, wo ich hinschieße mit dem MG. Da ist das fette Schiff gelandet. Und das ist Kalos. Das ist eine Statue von ihm. Wait, wo ist das fette Schiff gelandet? Das ist das fette Schiff. Das ist das fette Schiff, ja. Und gelandet? Gelandet oder abgestürzt? Nee, schon gelandet. Okay. Es hat einfach ein riesen Loch in den Boden gerissen, also. Na ich gut. Weiß ja nicht. Dann, let's go, oder? Ja, weiter geht's. Was ist los? Oh. 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 Oh, nein. Och, Mensch. Entschuldigen Sie. Ah, hier auch. Oh, das ist natürlich unglücklich. Ja. Hm. Ich würde einfach ein bisschen Geld hinwerfen und dann gehen wir, oder? Ja. Press F to pay respect. Na gut, let's go. Ja. Einfach runter, ja? Ja, heftig. Einfach hier weiter, ja. Ey, du kannst auch einfach 10 Jahre springen. Oh, ich bin fast tot. Jo, ich auch.
Aber alles gut, kein Ding. Ja, vorm Aufprall immer kurz einen Boost geben, damit man ein bisschen weniger drauf knallt. Es sieht ja eigentlich aus wie eine gemütliche... Oh, ja, so viel dazu. Ja, wie eine gemütliche Stadt, wollte ich gerade sagen. Ja, das wäre es tatsächlich auch, wenn die jetzt hier nicht angreifen würden. Oh Mann. Oh. Oh, weh. Na gut, löschen wir sie aus. Alles löschen. Gibt's ein spezielles Play so gegen die Dudes mit dem Schild, wo man hinschießen muss? Die so ein grünes Schild haben. Gibt's noch mehr, ja. Aha, ja, also du hast die Phalanx, die sie aufbauen, da kannst du auf die Mitte drauf schießen. Dann geht die Phalanx kaputt. Zack. Und wenn sie so ein schimmerndes Schild haben, dann brauchst du den Schadenstyp. Also wenn sie grün schimmern, bräuchtest du Strang, was ich gerade hier habe. Mhm. Arcus, wenn sie natürlich mehr so hellblau sind. Selbst erklären eigentlich, Farbe auf Farbe. Mhm. Okay, so. Ich probier's einfach nochmal aus. Genau, das war die Wall. Schön, dann habe ich es jetzt drin. Schöne Wand. Ihr habt auch eine kleine Wall und dahinter beschleunigt ihr das Nachladen. Also das heißt, ihr stellt eine kleine Wall. Das müsstet ihr dann eben bei den Fähigkeiten umstellen. Ja, habe ich schon gesehen. Man kann die auch auswählen. Man hat da zwei Möglichkeiten. Genau. Ja. Nimbus. 2000. Es kommen immer mehr. Oh, Rohan auch dabei. Wir dachten immer, wo war Rohan? Ja, okay. Oben rechts. So. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wenn wir die Schattenlegion nicht aufhalten, wird es gar keine Stadt mehr geben. Hüter, ich bin hier. Wo sind sie denn aber? Pass mal auf. Hallo? Hallo? Was ist da draußen los? Er ist richtig genervt langsam. Wo seid ihr? Hallo? Oh, der ist... Alter. Okay, was machst du mit ihm? Ja, ja. Ich hab ihn heftig meine Panzer raus ins Gesicht geschossen. Was ist das hier? Eine Anomalie. Ja. Wow, ich spring rein. Müsst ihr hin, ja. Da werdet jetzt das erste Mal Strange spielen können. Also Strang auf Deutsch, Strand auf Englisch. Strange. Ich hab's. Strange, dass es geht. Diese Energiequelle. Ja. LOL! Jetzt habt ihr andere Granaten, andere Super, andere Nahkampf und Special-Fähigkeit. Jetzt könnt ihr auch rumspringen. Ja, man kann auch in der Tod springen. Scheiße! Ach, stressig wieder mal, naja. Ich bin in eine Lücke gefallen, was soll ich machen? Okay, er ist ja legit Spidey, Digga. Ist ja der Hammer. Ja, ist herrlich. Man kann die auch aufheben, ja. Immer, wer sind die denn? Fifi. Hier, guck mal. Fifi. Ich schlag den. Ja. Habt ihr eine Granate ready? Weiß ich nicht. Ich sag mal ja. Das ist unten links, von links aus gesehen die erste. Ja, habe ich ready. Ja, das ist doch die Kuh, oder? Genau, ja. Ja, ihr könnt euch auch an die anderen dranhangseln. Also ich kann mich zum Beispiel an Stärzig dranhangseln. Yeah. Könnt euch auch an Feinde festhalten, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr euch an Feinde festhaltet und dann den Nahkampf klickt danach, macht den fetten Nahkampf. So. Ja, ist alles aber noch ein bisschen viel Info natürlich. Oh mein Gott, ich habe ihn genommen. Ich hange mich. Das macht der übel Bock. Ja. Das ist schon sehr krass. Der Kern der Fähigkeit, dass man einfach krass agil unterwegs ist. Jetzt kann ich das aufheben und man saugt sich damit wieder voll und dann hat man wieder alles, oder wie? Nein, du kannst es werfen und dann macht es Schaden. Das ist wie eine zusätzliche Wurfgranate. Lol. Oder du hangselst dich dran und verbrauchst keine Granatenenergie dann. Aha. Du kannst es auch werfen und nicht dran hangseln, was ich ja vorhin gemacht habe. Ja, aber ich kann das auch auf Gegner machen, ne? Dass die... Ja, genau. Du bist zwei Schwerter. Ja. Einfach aufnehmen und auf den anderen werfen. Oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Ja, der Berserker-Modus, die Superfähigkeit. Einfach voller Kanne durchprügeln. Das ist auch die F-Taste mal reinklicken. Die Super zünden. Ja, manchmal, wenn ihr. Ja, manchmal jetzt sogar. Komm mal her, mein Freund. Meine Super ist auch wieder bereit. Ja, gib ihm. Let's go. Er ist ja nichts mehr. Ach so, ich hab dann. Der Q ist dann ein anderer. Hier. Genau, ja, das wechselt, ja. Ja. Kriegst so einen Wurf. Das ist... Warum bin ich tot? Mein Körper hält so viel Power nicht aus. Ja, das kenne ich. Deine Vitalwerte sind im roten Bereich. Jetzt bin ich erschöpft.
Oh, da oben ist der Sensenmann. Jo, ich bin auch erschöpft. Das geht jetzt wahrscheinlich gleich weg, oder? So, jetzt lehrt ihr die Leute hier kennen von diesem Planeten. Nee, jetzt Let's haben wir go. Geschlafen. Let's go. Es gibt ja jetzt Guardian Ranks, ne? Was ist das? Mhm, komme ich gleich dazu nach der Cutscene. Story! Wie ist Story? Ah, das sind unsere Raumschiffe. Wer ist das denn? Willkommen in die Aurora! Aha. Das ist Nimbus. Alter. Sieht ein bisschen aus wie... Das sind so die Avengers irgendwie. Jo, jo. Aber so ein bisschen Silver Surfer, oder? Ja. Aber er sieht auch ein bisschen Talos-artig aus. Das ist Nimbus. Das ist Nimbus, Junge. Junge. Okay. Das sind einfach übel, ey, mit ihren Longboards, ne? Oh. Smart. Ja, auf diesen Skateboards. Who's this? Den kenne ich noch. Osiris? Das ist Osiris, ja. Der kommt zu spät zur Party hier, aber. Du bist schnell. Wir verschwenden ungern Zeit. Gut. Wir haben auch keine. Wir treffen uns beim Wachturm. Alter, das ist riesig. Wir müssen zum Schleier gelangen. Ich verstehe, was auf dem Spiel steht, Lichtträger. Mehr als du. Nicht alle haben mehr als ein Leben. Oh Mann, Ride in the Fields, ich hab's nicht verstanden, aber ja. Ja. Er war auch mal unsterblich wie wir. Wir haben ja einen Geist, der kann uns immer wiederbeleben. Er hat seinen Geist verloren. Mann. Oh, hat er ihn verlegt, ne? In der Schublade. Alter, Ride in the Fields. Ja, nicht mehr gefunden. Wo ist mein Geist? Gefüttert und dann war er tot. Was will man machen? Der Goldfisch-Effekt. Nein, sie wurde getötet. Und sie hieß Sagira. Okay, was ist das jetzt? Ein riesiges Viereck. Ja, da kommen Container endlich an. Hafenstadt Hamburg. Ja. Mit neuen iPhones. Ah, Tetris-Würfel. Ey, so. Ach nee, ist doch Carlos. Sorry. Oh, Alter. Junge, wer ist er? Der ist ja überfancy. Das ist der. Das ist Carlos. Carlos, ja. Junge. Nee, nicht Unge. Carlos. Witziger Kopf, Bro. Das meine ich, die Cinematics können sich echt sehen lassen von Destiny. Ja. Du hast halt den übelsten Loot-Shooter, aber halt auch richtig viel Story. Normalerweise geht Story halt brutal unter bei so Loot-Shootern, finde ich. Aber er hat halt keine Oberlippe, ne? Naja. Was passiert jetzt? Das ist der Zeuge, Junge. Jetzt ist er Zeuge. Ja. Fortschritt. Süß. Durch Technik. Aber du beherrschst ihn nicht. Die Tropfen. Sein Kopf ist flüssig. In diesem Augenblick. Die Neptunianer stellen mit ihrer Technologie keine große Bedrohung dar. Junge, die Augenbrauen geht richtig steil, Junge. Jo. Und Monobraue. Hey. Ja, Monobraue, was ich gerade sagen. Die steile Monobraue. Du hast alles, was du wie er gerade so reingeguckt hat. Ey, du willst doch jetzt nicht meinen Cake, oder? Dank dir, mein Zeug. Junge, der Kopf einfach. Ciao. Das sind die Haare, Junge, die gehen steil zu Berge. Got to be, ne? Hier. Got to be. Every Weather. So, eine Sache habe ich noch nicht verstanden. Was ist der Schleier? Ich glaube. Ja. Ja, das. Da gerade mit dem Finger auf den wunden Punkt. Das ist gut. Ach, weiß keiner so richtig, oder wie? Ja, das weiß man tatsächlich gar noch nicht so richtig. Ah, okay, das heißt, die Bösewichte reden darüber, aber man weiß noch nicht. Was auch aber es ist auch geil, also, weil das lässt hoffen auf Zukünftiges. Das eh auch, ja. Sie brauchen den wohl, weil es ist eine Macht. In der Story erfahren wir auch mehr, wofür der Schleier gebraucht wird von den Neptunianern. Aber man muss gut zuhören, tatsächlich. Mhm. Es wird in der Story, es geht ein bisschen unter von der Erzählung her. Mhm. Aber es ist eine, wie eine Energie. Sagen wir mal einfach runtergebrochen, es ist wie eine Energie. Und die wird angezapft hier von der Stadt.
Und der Zeuge braucht sie aber für was anderes. Junge, das ist ja übel. Nimbus aus Die, aber die ganze City ist so im Stil von so einem... Alter. Andy. Wer ist denn? Junge, ist Andy. Andy the Fish. Junge, der hat einen Abgang gemacht. Was wollte ich sagen? Alles so Cyberpunk-mäßig so ein bisschen, ne? Ja. Vom Stil her. Es ist ein bisschen moderner. Also, wir wurden ja angegriffen von der Dunkelheit. Und wir hatten ja den Reisen, der hat uns verteidigt. Und seit da sind wir im Dauerkrieg. Ja, ciao, Hanno. Ich wollte gerade genauso cool sein wie du. Literally. Ich wollte mich da rausschwingen und dann zurückhüpfen. Aber dann auf einmal schmeiße ich einen Nate. Pass auf. Ja, du hast... Also, er macht das den gleichen Fehler, Junge. Pass auf. Schmeiß einen Nate. Fuck. Warte, ich komm nochmal hoch. Jetzt mach ich's. Ja, ihr habt keinen Strand mehr, ihr habt keinen Strang mehr aktiv. Ja, hat recht. Ja, das ist, ja, eben. Wenn ihr die Story durch habt, irgendwann mal, falls, dann würdet ihr es auch kriegen. Hey, das ist ja, also ja, das war jetzt bitter. Okay, so, wir haben jetzt hier Nimbus 3000. Interagieren. Ja, noch ganz kurz zum Anschneiden wegen den Hüter-Ranks. Ja. Wenn ihr I klickt, ne, da kommt der Charakter und dann könnt ihr rüber switchen zum Reise oben. Okay, machen wir gleich. Ja, ich habe ihn jetzt schon angewählt, er erzählt gerade schon. Aber bei unsterblichen Kriegsherren von der Erde denkt man an runde Schilde, lange Bärte. Doch du schwirrst durch die Gegend und vermöbelst Schurken mit grünen Fäden. Das war echt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Aber genug. Ich auch nicht. Ich bin Nimbus. Ich bin Vize Corulus hier in Neomuna. Ah, Vize Corulus. Die Coruli beschützen die Stadt schon ewig. Ohne Hüter. Aber wir haben ähnliche Ziele. Nimbus ist krass, ich liebe Nimbus. Ähnliche Feinde. Nimbus, Slate auch. Rohan möchte, dass ich dich hier mit allem vertraut mache. Der riecht bestimmt nach Altmetallen. Ich würde alles tun, oder Neumetallen. Und die Einwohner Neomunas zu schützen. Wieso stellst du dir vor, wie er dass riecht? Dass ich auch babysitten muss, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß auch nicht. Aber hat sich so ergeben. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt auch so einen metalligen Geruch in der Nase, seit ihr davon redet. Wohin diese Kerle wollen. Ja, aber, ne? Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Weil ja, der ja sieht so aus, als würde er nach Metall riechen. Okay, also er hat sich ein bisschen vorgestellt. I see. So. Leidvoll. Nimbus stellt sich in Neomuna als Grünschnabel-Corulus vor? Okay. Nimbus, Vorgesetzter Rohan. Ah, und Rohan ist sein Vorgesetzter. Jut. Okay. Leidvoll. Quest. Und die können wir jetzt folgen, ne? Genau, wenn du draufklickst, dann hast du Folgen und dann zeigt es dir mal, wo du hin musst. Mhm. Gut. Marco Patz. Ruf Rang 1. So, was wolltest du erzählen? Genau, also I für den Charakter dann und dann habt ihr oben Clansammlung, Reise etc. Klick mal auf Reise, damit man das auch visuell sieht. Und das ist jetzt der Hüterrang, das Ranking-System. Und Destiny hatte schon immer ein bisschen das Problem, das für Neueinsteiger nicht ganz so einfach zu machen. Und bei dem Hüterrang habe ich das Gefühl, dass sie so in den ersten Schritten, wenn man auch jetzt mal auf die 1 klickt, das ist die Einführung, dann bei 2 haben wir, da müssen wir die neue Lichtquest abschließen, das ist die Einführungsmission, dass die Spieler gleich wissen, die neuen, okay, da müssen wir hin starten. Bei 3 wird ein bisschen erklärt, wie das mit den Planeten ist, was Patrouillemissionen sind. Ah, da sehe ich auch, was ich alles schon abgeschlossen habe. Genau, was für einen Rang habt ihr? 6? 6, ja. Ja. Sprich schon ein bisschen weiter, ja. Stellt sich übrigens auch 6, ja. Das ist die Zahl über dem. Genau, die immer am Namen stand, ne? Du warst 8, glaube ich. Ich habe 8, ja. Ja. Aber es gibt ja 11. Es gibt 11, genau. Ja, da hast du ja noch was vor dir. Können noch was machen, ja. Okay. Ja, es ist ein bisschen so, ich sag's mal so, es ist ein roter Faden, um das für Neueinsteiger ein bisschen einfacher zu gestalten. Und dass man vor allem auch so eine Reihenfolge mal sieht, ja? Dass nicht alles so chaotisch durcheinander wirkt, sondern dass man weiß, okay, als erstes sollte ich das machen, als zweites das etc. Genau. Und es ist eigentlich eine Abfolge von Objectives, die man erledigt. Ja, um das Spielverständnis zu lernen. Und das heißt, gegen Ende ist dann einfach der toughe Content. Also mach die schwierigste Dämmerung, mach den Raid, mach das auf Großmeister und so weiter und so fort. Okay. Ja, und wenn ich hier auf 7 gehe, sehe ich auch, schließe die Lightfall-Kampagne ab, zum Beispiel ist ein Objective. Erhöhe deinen Händlerruf bei Nimbus und Neomuna. War Neomuna jetzt der mit dem Bart oder war das Rohan? Nein, das ist die Stadt.
Ach, Neomuna ist die Stadt. Gut. Ja, also wir sind hier auf Neptun, dem Planeten. In Neomuna, ja, steht er auch. In Neomuna, ja. Okay. Und Neomuna ist als Stadt noch so wunderschön aufgebaut, weil die erste Schwert angegriffen wurden. Und zwar genau jetzt. Deswegen ist die Technologie so weit fortgeschritten und alles sieht so schön aus, weil die haben bis jetzt sehr gut gelebt. Aha. Aber alles geht den Bach unter. Na gut. Herzlich willkommen zu Destiny. Genau. Herzlich willkommen zu Destiny. Ja, und damit auch war's das, ne? Mit einer kleinen Folge. Ich glaube, wir haben ganz gut jetzt alles einmal abgedeckt und abgecheckt. Hat sich auch gereimt. Es geht bei Sterzig weiter. Da nehmen wir jetzt noch ein bisschen weiter auf. Und ja, werden wahrscheinlich mal jetzt hier dann in die erste Kampagne da ein bisschen reinschnuppern, genau. Bei mir war so ein bisschen Intro. Also, falls ihr Bock habt, mal in Destiny reinzuschauen, grundlegend, oder wieder reinzuschauen, checkt gerne den Link in der Videobeschreibung ab. Das DLC ist sowohl für Einsteiger als auch für Veteranen, die weiter zocken wollen. Also, ne, letztendlich für alle. Checkt's aus. Und checkt auch gerne den Channel von Nexus und natürlich auch von Sterzig ab, ne? Aber das wisst ihr ja schon. Okay. Tschüssi. Ciao.